Danke. Meine Damen und Herren, als wir vor gut 2 Jahren zu unserem ersten Bundesparteitag zusammenkamen, da äußerte ich die Hoffnung, dass dies der erste in einer langen Reihe weiterer Parteitage sein werde. Ich konnte damals nicht ahnen, dass ich meine Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern übererfüllen würde. Inzwischen haben wir 3 Bundesparteitage hinter uns gebracht. Zum 4. begrüße ich Sie jetzt, wie immer herzlich und dankbar dafür, dass Sie in so großer Zahl erschienen sind. Ich spreche sicherlich in Ihre aller Namen, wenn ich die Hoffnung auf einen geordneten, disziplinierten und satzungskonformen Verlauf gleich hinterher schicke. Gleich hört das sicherlich nicht, aus Gründen, die Sie alle ebenso gut kennen wie ich. Umso wichtiger, eine außergewöhnliche Chance nicht leichtfertig zu verschenken. Die meisten von Ihnen werden mit hohen Erwartungen hierher gekommen sein, ich auch. Unsere Erwartungen durften allerdings in ganz verschiedene Richtungen gehen. Die einen werden auf ein letztes Gefecht, die anderen auf einen dauerhaften Friedensschluss gerechnet haben, ich nicht. Nach meiner Einschätzung wird die von allen ersehnten Ruhe noch einige Zeit auf sich warten lassen. Der Meinungsstreit wird weitergehen, was ich nicht groß bedauern würde, wenn nur der Stil, der Ton, die Umgangsformen stimmten. Sie alle wissen, die Formen werden ständig angemahnt, aber nicht immer, in einigen Landesverbänden sogar sehr selten beachtet. Dies, liebe Freunde, ist das eigentliche Ärgernis und damit sollten wir nun wirklich Schluss machen. Eine Partei, die die Alternative schon im Namen vor sich herträgt, lebt von der Suche nach einer anderen, nach einer besseren Lösung. Und die verlangt nun einmal das Gespräch, den Meinungsstreit, die offene Debatte. Alternativen gibt es nämlich immer, muss es immer geben, wenn auch nicht unbedingt in der Gestalt von Erklärungen und Resolutionen, Plattformen, Interessengemeinschaften und Richtungsentscheidungen aller Art. Ich halte diese Form von öffentlichen Glaubensbekenntnissen für überflüssig, für schädlich, habe dabei bisher nicht mitgemacht und werde das auch in Zukunft nicht tun. Meine Damen und Herren, die einzige Alternative, die ich für dringlich, ja unentbehrlich halte, ist die AfD selbst. Neulich fand ich in einer großen Tageszeitung den Bericht über eine Partei, in der, ich zitiere wörtlich, alle nur über die Wünsche eines einzelnen Herrn reden und niemand über Politik. Dachte ich, endlich mal was über die AfD und Bernd Lucke. Aber das war ein Irrtum. Es ging um die Linkspartei und Gregor Gysi. Meine Frage ist, muss das sein? Gibt es nicht Aufgaben genug für uns? Liegen die Themen denn nicht auf der Straße? Spielen uns die Altparteien nicht pausenlos die Bälle zu, ohne dass wir sie aufnehmen und zurückspielen? Ich bin einfach nur traurig, dies ist einer der vielen Zuschriften, die mich in diesen Tagen erreicht haben. Und weiter, wenn das so weitergeht, werde ich alle meine Ehrenämter aufgeben, dann hat es keinen Sinn mehr.
dann sind wir wohl zu spät gekommen. Soweit das Zitat, das nicht von mir stammt. Aber wir sind nicht zu spät gekommen. Nach wie vor haben wir eine große Chance und eine Verpflichtung dem Land und den Leuten gegenüber. Und wenn wir diese Verpflichtung erfüllen, dann wird die Stimme der Resignation, da bin ich sicher, ganz von selbst verlieren. Neben der Mutlosigkeit gibt es aber noch eine zweite Gefahr, die uns nicht weniger zu schaffen macht. Ich meine die Stimme der Selbstgerechtigkeit und ihre Folge, die Unfähigkeit zum Kompromiss. Der Selbstgerechte hält sich gern für den guten Hirten, wogegen wenig einzuwenden wäre, wenn sich damit nicht der Anspruch verbände, den Rest der Welt für Schafe zu halten. Ich halte dies weltweit für problematisch, weil es uns gegeneinander aufbringt, den Abstand wachsen lässt und die Partei belastet. Es ist aber auch gefährlich, weil aus dem mangelnden Verständnis für das Wesen der Politik spricht, die ja nicht zufällig als die Kunst des Möglichen beschrieben wird. Wenn es einen Bereich gibt, in dem die Notwendigkeit zu entscheiden weiter reicht als unsere Fähigkeit zu wissen, dann die Politik. Sie hat mit der Gestaltung der Zukunft zu tun und die kennt niemand. Der akademisch vorgebildete Zeitgenosse übrigens auch nicht. Eben deswegen ist der Fachmann, der zu wissen glaubt, was letztlich doch keiner von uns weiß, im politischen Tagesgeschäft in der Regel fehl am Platze. Meine Damen und Herren, die Parole Wahrheit statt Mehrheit hat in der Politik meines Erachtens nichts zu suchen und führt, wo sie verkündet wird, ins Unglück oder in die Katastrophe. Die 68er-Bewegung im Westen und die Einparteiendiktatur im Osten unseres Landes sind hoffentlich noch gut genug erinnerlich, um uns dafür zu warnen, den neuen Malklugen auf den Leim zu gehen. Meine Damen und Herren, ohne die Bereitschaft zuzuhören, nachzudenken und einzulenken, wird es in dem Programmprozess, der in der AfD so vielversprechend angelaufen ist, wahrscheinlich nicht abgehen. Denn es sind kontroverse Themen, die da besprochen und bewertet werden müssen. Längst hat die existenzielle Frage, wie man Einwanderer von Gästen, Asylanten von Scheinasylanten und Flüchtlinge von Erpressern unterscheidet, unser Standardthema, die Eurokritik, eingeholt. Bei den anstehenden Debatten über das EEG und den Mindestlohn, das TTIP und die Demografie wird es uns nicht viel leichter werden. Um vor den Wählern zu bestehen, müssen wir diese Themen aufgreifen und so behandeln, wie sie uns vorgelegt werden, also kontrovers. Anders als unsere politischen Gegner haben wir aus der Vergangenheit gelernt. Wir haben gelernt, dass es im politischen Geschäft mehr als nur eine Wahrheit gibt. Haben begriffen, dass die Opposition von heute die Regierung von morgen sein kann und wissen, dass es gefährlich wird, wenn sich die Mehrheit in dem Glauben, die Wahrheit zu besitzen, dazu berechtigt, ja dazu verpflichtet fühlt, Minderheiten zu ignorieren. Wenn überhaupt, lässt sich die Frage nach der Wahrheit im Weltreich der Politik ja immer nur vorläufig beantworten. Wenn das so ist, meine Damen und Herren, wie machen wir uns dann unverwechselbar?
Was unterscheidet uns von den anderen Parteien? Wo bleibt die viel zitierte Linie? Die gibt es nicht, heißt meine Antwort. Statt von der Linie spreche ich lieber vom Korridor. Wie breit der ist, wo er beginnt und wo er endet, darüber entscheidet das Programm. Das ist, wie wir alle wissen, zwar in Arbeit, aber längst noch nicht fertig, wird auch vor Jahresende sicherlich nicht fertig sein. Bis dahin, meine ich, sollten wir uns Zeit nehmen und der Versuchung widerstehen, dem Ergebnis durch allerlei rote Linien oder Vereinsgründungen vorzugreifen. Wissen, dass Wahlen in der Mitte der Gesellschaft gewonnen oder verloren werden, bemühen wir uns um die Mitte. Wir wissen freilich auch, dass sich die Mitte unter dem Einfluss der zeitgeistgehörigen Kartellparteien weit nach links verschoben hat. Das, meine Damen und Herren, macht die Abgrenzung nach rechts so schwierig. Denn das Wort rechts steht mittlerweile ja schon längst nicht mehr für das, was früher einmal damit gemeint war. Als rechts gilt heute, wer einer geregelten Arbeit nachgeht, seine Kinder künftig in die Schule schickt. Ich wiederhole gerne. Als rechts gilt heute, wer einer geregelten Arbeit nachgeht, seine Kinder pünktlich in die Schule schickt und der Ansicht ist, dass sich der Unterschied von Mann und Frau mit bloßem Auge erkennen lässt. Rechts, Sie ja wohl auch. Nur, dass die Sache weitergeht. Die schon erwähnte Linksverschiebung hat dazu geführt, dass weite Teile der ehemals bürgerlichen Mitte heimatlos geworden sind. Sie fürchten um ihr Ansehen und ihr Einkommen, fühlen sich missverstanden, vernachlässigt und an den Rand gedrängt, vom Zeitgeist übergangen, von der Politik vergessen, von den Medien verleumdet. Und damit, subjektiv der Linken Zugehörigkeit, den ewigen Verlierern, obwohl sie das natürlich gar nicht sind. Diesen Menschen die Zunge zu lösen, den Mund zu öffnen und eine Stimme zu geben, ist unsere wichtigste Aufgabe. Wir können und müssen die Mitte dazu ermutigen, einen Lebensentwurf zu verteidigen, auf den die Demokratie nun einmal angewiesen ist, um zu überleben. Denn wie Pirikles, der große Staatsmann der Athener, halten wir einen Zeitgenossen, der am öffentlichen Leben keinen Anteil nimmt, nicht nur für einen stillen, sondern für einen schlechten Bürger. Diese bürgerliche, nicht nur von einer, sondern von zwei Seiten her bedrängte und bedrohte, enttäuschte und entmutigte Mitte ist unsere eigentliche Klientel. Von zwei Seiten her in die Zange genommen,
muss sie nach zwei Seiten hin verteidigt werden. Gegen die Romantiker, die von einer Souveränität träumen, über die die Weltgeschichte leider hinweggegangen ist. Und gegen die Vorkämpfer der restlos freien Marktwirtschaft, die aus der richtigen Beobachtung, dass die Politik an Einfluss verloren hat, den falschen Schluss ziehen, den Rest der Macht den Märkten auszuliefern. Was dabei herauskommt, meine Damen und Herren, erkennen wir im Blick auf die EZB und ihren obersten Befehlshaber Mario Draghi. Draghi und seine Leute sind von niemandem gewählt worden und letztlich niemandem verantwortlich, sind aber mächtiger als Bundestag und Bundeskabinett zusammen. Haben wir das gewollt und sollten wir das wollen? Es geht um Macht, um demokratisch legitime Macht und damit eben auch um uns, die Bürger und die Wähler, von deren Macht am Ende nichts mehr übrig bleibt, wenn der europäische Riesenstaat auf unserem Rücken errichtet werden sollte. Wenn der Abstand zwischen oben und unten, zwischen Wählern und Gewählten, zwischen dem Volk und seinen Vertretern immer größer wird, so lange, bis sich die einen und die anderen aus dem Blick verloren haben und der Staat zerfällt. Wo das bevorsteht, meine Damen und Herren, da kommt mir der Streit um die Frage, ob wir eine Partei der kleinen oder der großen Leute sind, einigermaßen überflüssig vor. Tatsächlich sind wir doch für beide da, die kleinen und die großen. Nur ganz gewisslich für die groß gewordenen kleinen Leute, die Glücksritter, die glauben, sich eine Partei kaufen zu können. Meine Damen und Herren, ein Staat ist etwas anderes als ein Supermarkt. Die Politik ist mehr als ein Geschäftsbetrieb. Der Bürger unterscheidet sich vom Kunden. Wirtschaft und Währung sind wichtig, stehen im bürgerlichen Wertekatalog aber sicherlich an allererster Stelle. Die erste Stelle nimmt für mich die Freiheit ein. Ich meine die Freiheit, alles zu sagen und zu denken, was einem anderen nicht schadet. Diese Freiheit steht jetzt schlecht in Deutschland. Sie zu bewahren, sie zu verteidigen und so weit wiederherzustellen, wie es das Grundgesetz verlangt, ist unsere vornehmste Aufgabe. Die AfD wünsche ich mir als eine freiheitshungrige, neugierige und lebendige Partei. Als eine Partei, die das freie Wort schätzt, weil sie es führen kann und führen will. Als eine Partei, die unsere bürgerlichen Rechte hochhält und verteidigt, buchstäblich um jeden Preis. Vielen Dank.